Freunde hatten wir es damals in unserer Jugendschicht. Bomben fielen auch in Nächten, alles war so ungerecht. Hatten damals nichts zum Essen, mussten oftmals betteln gehen und oft Stunden in der Kälte vor dem Bahnhof Wache stehen. Wenn sie reden laut erheulten, mussten wir ganz leise sein. Meist in dunklen Kellerräumen lagen wir im Kerzenschein. Kinderlandsverschickung war für uns der größte Graus, riss uns fort von den Geschwistern und aus dem Elternhaus. All die schlimmen Kriegsgeschichten waren Gift für unsere Seelen, denn nicht selten, glaub mir, dieses mussten wir im Traum uns quälen. Wenn sie reden laut erheulten, mussten wir ganz leise sein. Meist in dunklen Kellerräumen lagen wir im Kerzenschein. Wenn sie reden laut erheulten, mussten wir ganz leise sein. Meist in dunklen Kellerräumen lagen wir im Kerzenschein. Laut erhalten, mussten wir ganz leise sein. Meist in dunklen Kellerräumen lagen wir im Kerzenschein. Wenn Sirenen laut erhalten, mussten wir ganz leise sein. Meist in dunklen Kellerräumen lagen wir im Kerzenschein.